Hey Leute, ich bin's Conny und heute probiere ich mit euch OP-Fusing-Methoden in Pet Simulator 99 aus. Es geht um Fusing-Methoden, mit denen ihr das beste Pet fusen könnt, das man halt fusen kann. Und zwar den Rainbow Cyborg Dominus. Also teleportieren wir uns jetzt erstmal rüber zur Fuse-Maschine. Die Fuse-Maschine wäre bei den Desert Pyramids? Nein, oder? Nee, jetzt habe ich das wieder verwechselt. Nein, wo ist die Fuse-Maschine? Shantytown? Gucken wir mal hier hin. Flup. Hier ist die Fuse-Maschine. Okay, dann gehen wir hier hin und ich habe ein paar Pets jetzt vorbereitet, aber bei weitem noch nicht genug. Unser Ziel ist es, den Cyborg Dominus in Rainbow zu fusen. Und mir wurde gesagt, man soll halt einfach das meiste fusen, was man fusen kann. Man kann jetzt nicht, leider nicht sagen, yo, ich will 215 Ninja Maskets fusen, das geht nicht. Ich könnte natürlich von irgendwie den Ninja Turtles hier in Gold mehrere fusen. Wie viel geht's? Bis zu 100 kann ich von denen fusen. Aber ich glaube, dabei kommt nichts rum. Ich fuse einfach mal 100 goldene Ninja Turtles, um zu gucken, was dabei rumkommt. Und ey, ich habe eine goldene Ninja Cat gemacht. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Aber da fällt mir ein, ich hatte noch ein paar goldene Pets, die ich Rainbow machen kann. Deswegen mache ich die auch nochmal schnell Rainbow. So. Und dann hier die Ninja Turtles, von denen ich eigentlich 100 mehr gehabt hätte. Oh, der Traveling Merchant ist da, aber um den kann ich mich jetzt nicht kümmern. Vor allem, weil ich keine Gems mehr habe. Ich habe ja eben viele Gems gespendet. So, gehen wir nochmal zur Fuse-Maschine. Weil es gibt immer ein Fusing-Limit. Wenn man zu viele Pets fused, dann kann da halt nur was super Gutes bei rumkommen. Und Pet Simulator möchte uns nicht garantiert was super Gutes geben. Deswegen haben die das Limit runtergestellt. Aber man kann halt immer noch das Beste fusen, was man fusen kann. Und das wären, komm. Es ist so schwer, das zu hitten. 24 Rainbow Ninja Maskets. Davon habe ich 325. Wir fusen erstmal. Das kostet mich nur 50 Gems und ihr seht, die Chance auf den Cyborg Dominus ist sehr hoch. Den gibt es in verschiedenen Varianten. Aber ich habe halt auch die Chance, blöde Ninja, da ist es, da war es wieder schon wieder, richtig blöde Ninja-Maskets wieder zurückzubekommen, was ein richtiger Loss wäre. Und ey, ich habe einen goldenen Cyborg Dominus bekommen. Das hat sich schon mal gelohnt. Die kann man dann nämlich später, wenn man davon genug hat, ja auch Rainbow machen. Aber ich mache jetzt wieder 24 davon. Und wir hauen die wieder rein in die Maschine. So, Gold schon wieder, aber ich möchte den Rainbow ziehen. Weil ich habe bisher nur einen Rainbow und ich will den jetzt mal selber fusen. Komm. Ja, mein erster Rainbow Cyborg Dominus. Da habe ich ihn. Und das war gerade mal bei meinem dritten Fuse. Also es funktioniert tatsächlich. Und jetzt machen wir erstmal weiter, bis ich keine mehr habe. Weil 24, davon müsste ich ja noch ungefähr 10 machen können. Och nee. Wow, das ist das Schlechteste, was man fusen kann. Ich hau 24 Rainbow Ninja Maskets rein und ich bekomme einen Rainbow Ninja Masket wieder raus. Das ist absolut der Fail. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt möglich ist. Aber es ist leider möglich. Man muss aber ziemlich viel Pech haben, dass das funktioniert. Die Chancen sind schon relativ hoch, dass man hier die Cyborg Dominus rausbekommt. Oder halt auch... Ah, nice! Schon wieder einen Rainbow Cyborg Dominus. Mein Team wird immer stärker. Warte, sind meine Pets noch im Autofarmen? Ja, sind sie perfekt. Weil dann gehen die direkt rüber, um zu arbeiten. Einen goldenen bekommen ist auch gut. Und dann machen wir weiter, weiter. Blub. Die Sache ist, ich könnte auch gucken, ob ich die goldenen Cyborg Dominus fuse. Aber ich denke nicht, dass dabei was Sinnvolles rumkommt. Ich glaube, da lohnt es sich eher, die goldenen Dinger einfach Rainbow zu machen. Ich könnte auch Cyborg Dominus fusen. Aber ihr seht, es kann nur schlechter werden. Es kann nur ein Cyborg Dominus rauskommen. Oder eine Ninja-Cat, die schlechter ist als ein Cyborg Dominus. Also das würde ich niemandem empfehlen, die zu fusen. Aber ich finde es cool, dass man in Pet Simulator 99 jetzt immerhin auch Mythical Pets fusen kann. Das war ja früher gar nicht möglich. Deswegen war in Pet Simulator X das Fusen ja so kacke, weil man nur Legendaries fusen konnte. Aber jetzt kann man alles fusen, beziehungsweise bis Mythical alles fusen. Und das finde ich cool. Wow, wow. Darauf erstmal eine Schweigesekunde. Und wir versuchen es jetzt nochmal. 24, fusen und bam! Noch ein Cyborg Dominus. Und dann nochmal 24 davon und bam! Goldener Cyborg Dominus. Und das war's. Ich kann nur noch 15 von den fusen. Und wenn ich 15 fuse, seht ihr, da sind schon viel mehr schlechte Pets dabei. Das Risiko will ich gar nicht eingehen. Ich könnte einen Cyborg Dominus raufhauen. Ah, sieht auch noch nicht so gut aus. Wenn ich einen zweiten goldenen raufhaue, sieht es immer noch nicht so gut aus. Egal. Das mache ich mal nicht. Stattdessen haue ich noch ein paar Ninja Turtles rauf. Sagen wir mal, ich hau hier so viel ich kann. Warte. 30? 15? 10? 5? Wie viel geht maximal? 15. Okay, ich mache 15 von denen und 15 von denen. Da. Ah, sieht immer noch nicht so gut aus, aber wir fusen die mal und hoffen, dass wir immerhin einen goldenen Cyborg Dominus bekommen. Sehr gut. Ah, jetzt habe ich auch... Das müsst ihr euch vorstellen. Ich habe jetzt alle meine hier... Rainbow Ninja Maskets weggefused. Einfach nur, um ein paar Cyborg Dominus zu bekommen. Und ich hatte echt viele von denen. Aber das lohnt sich, weil die Cyborg Dominus, die sind halt so viel besser. Vor allem auch, wenn man sie in die Daycare packt. Das kann ich euch nachher auch zeigen. Das Problem ist nur, meine Daycare ist gerade voll. Geht hier 45? 45. Okay, wir fusen mal 45 Rainbow Ninja Turtles. Und es hat funktioniert, ein Cyborg Dominus. Geht es auch, wenn ich weniger mache.
Sagen wir mal 39. Sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Probieren wir mal aus. 39. Ah, nee, genau das will ich nicht. Ich will keine Ninja Turtles hergeben. Okay, ich bleib mal 40. Ein goldener Cyborg Dominus. Okay, ich glaube, wir bleiben einfach mal bei 45, 44 ungefähr, damit die Chance auf einen Rainbow Cyborg Dominus höher ist, weil ich will ja mein Team wieder auffüllen, jetzt wo ich so viele Pets hergegeben habe. Also hier wieder 44. Bam. Und ein Global Like Goal wurde erreicht. Schön. Ich finde, du könntest jetzt auch mal das Video liken, oder? Sehr gut. Langsam baut sich mein Team auf. Ich wünschte, ich hätte mehr Pets gefarmt hier vor, aber ich war wieder zu faul. Ich muss mich nachher mal hinstellen und einfach ein paar Stunden lang einfach nur Eggs öffnen, weil dann kriegt man schon sehr viele von diesen Pets hier zusammen. Und je mehr, desto besser. 43 habe ich jetzt nur gemacht. Oh, ah, immerhin ein Goldener. Ein Goldener ist auch gut. Ein Goldener ist kein Verlust. Weil Goldene kann man zu Rainbow Pets machen. Hier schon wieder einen Goldenen bekommen. Alles klar, machen wir weiter. 45 reinpacken und nochmal ein Golden. Nicht ein Goldener, nochmal ein Rainbow. Ich wünschte, man könnte auch Zahlen eingeben. Kann man Zahlen eingeben? 45? Nee. Ich wünschte, man könnte hier einfach Zahlen eintippen. Das wäre so schön. Weil wenn man so viele Pets hat, ist es schwierig, präzise auszuwählen, welche man bekommt. Oh, eine Rainbow Ninja Cat. Lol. Habe ich vorher schon Rainbow Ninja Cats gezogen oder habe ich die einfach nur übersehen? Aber Rainbow Ninja Cats sind auch gut. Es ist nicht so, dass die schlecht sind. Sie sind halt nur schlechter als die Cyborg Dominus. Aber sie sind nicht schlecht. Ich meine, das sind die zweitbesten Pets, die man aktuell so bekommen kann. Aber wir wollen das Beste. Und aktuell habe ich nur 9. Und 9 sind nicht genug. Ich brauche 900. Aber 900 kriege ich, glaube ich, so schnell nicht zusammen. Dafür muss ich noch ein bisschen hatchen. So, aber jetzt haben wir schon 11. Hauen wir nochmal zusammen. Noch einen bekommen. Ihr könnt währenddessen auch mal ein paar Ideen in den Chat schreiben, was ich auch fusen könnte. Vielleicht fällt euch noch was ein. Eine Ninja Cat auch wieder cool. Aber an sich ist das ja schon die beste Fuse-Methode, die es gibt. Fusing ergibt in Pets Simulator 99 zum Glück Sinn, weil es liegt einfach daran, wie stark die Sachen sind, die man in der Summe reinpackt. Und man sieht hier links auch, was man bekommen kann. Und das ist so schön. In Pets Simulator X war das gefühlt immer komplett random, aber hier sieht man eine Auswahl von Pets, die man bekommen kann. Und wenn sie einem nicht gefällt, haut man mehr rein und sieht dann, ah, okay, die Auswahl ist geringer geworden. Dann schauen wir uns mal an und ich kriege einen goldenen Cyborg Dominus. Davon habe ich jetzt schon 12. Das bedeutet, ich habe mehr, nee, ich habe genauso viele Rainbow wie Goldene bisher gefused. Weil ich hatte ja schon einen in Rainbow, aber noch keinen in Gold, glaube ich. Oder? Ich kann mich auch irren, aber ich glaube, ich hatte keinen in Gold. So, nochmal einen Rainbow, perfekt. Und jetzt kommen wir aufs Ende zu. 44, haben wir rein, bam. Und dann haben wir die letzten rein, hier 30 davon. Die 4, die ich hier gefused habe. Und da sind mir die Chancen noch zu gering. Das heißt, ich hau noch eine Shiny Ninja Turtle rein. Geht das? Nee, die Shinies will ich dann noch nicht hergeben. Dann vielleicht eine Ninja Cat. Drei Ninja Cats. Ah, Chancen sind sehr gering, aber... Wow, ich habe die Ninja Cat dadurch Gold gemacht. Naja, immerhin. Immerhin Gold gemacht, ne? Jetzt gehen wir noch einmal hier zur Rainbow-Maschine rüber. Machen dann zumindest einen Cyborg Dominus noch Rainbow, den wir in Gold hatten. Und ich guck mal rüber zu meinen Farming-Geschichten. Oh nein, ich habe aus Versehen das Farming ausgemacht. Ich hoffe, jemand anderes ist noch da, damit die Sachen nicht despawnen. Wobei, die spawnen für mich ja lokal. Ne? Ja. Ah ne, hier war eine Magnet-Flag. Ich habe die ganze Zeit eingesammelt. Nice. Das sind jetzt die Pets in meinem Team. Und mein Team ist... Ich glaube, mein Team ist stärker geworden. Mein Team ist jetzt nicht mehr so überfüllt mit starken Pets. Ich meine, hier sind jetzt die schwachen Ninja-Maskets mit reingerutscht. Aber insgesamt ist es, glaube ich, stärker geworden, weil ich so viele Cyborg Dominus habe. Aber ich brauche noch mehr Cyborg Dominus. Oh, Crafter, danke für die 200.000 Gems im Clan und nochmal 200.000 von noch jemanden. Übrigens, wenn ihr in meinem Clan seid, immer schön Gems spenden. Jeden Tag 300.000, 400.000 Gems spenden. Wir müssen Platz 1 werden. Ich habe gerade mal 1 Million und ich muss noch viel mehr spenden. Victor auch. Seid ein gutes Vorbild und spendet Gems. Und wenn ihr nicht genug Gems spendet, fliegt er raus und dann wird Platz gemacht für Leute, die Gems spenden. So, ich hatch jetzt auf jeden Fall noch eine Weile. So, dann machen wir die Pets auch noch einmal schnell Gold. Machen wir hiervon noch ein paar goldene Pets. Und davon noch mal ein paar goldene Pets. 4000 einfach. Also 400 Goldpets wären das dann. Das wären dann einfach nur 40 Rainbow Pets. Eigentlich gar nicht genug. Bei weitem noch nicht genug. Aber immer ein Anfang. So, Desert Pyramids. Da ist dann die goldene, nee, die Rainbow Maschine. Dann machen wir die Pets hier einmal schnell Rainbow. 31 davon. Und 83 davon. Und das glatt. So, mit den zwei Stüben, die wir jetzt gehatcht haben, wären das dann ungefähr 200 Ninja Maskets und 600 Ninja Turtles, die ich jetzt nochmal verfusen kann. Deswegen gehen wir zur Fuse-Maschine und hauen da jetzt rein Ninja Turtles. Und zwar hier Ninja Turtles. Wie viel waren es? 24 Stück. Ne, 24. Fusen wir. Bam. Ich habe gar nicht geguckt, was ich hier fuse. Ich sollte vielleicht mal hingucken. Lohnt sich das überhaupt? Ein Cyborg Dominus. Okay, Cyborg Dominus in Gold ist gut, aber es ist noch nicht gut genug. Oh nee, man, ich habe schlechte Sachen gefused. Oh, aber ich habe schon mal 18 Cyborg Dominus. Ich brauche aber mehr, ich brauche so viel mehr. Eigentlich brauche ich aktuell, warte, wie viel kann ich equippen? Etwa um die 50, glaube ich, 55? 55, dann muss ich noch 20 in die Daycare packen. Abzüglich von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Huge Pets. Also sagen wir mal 49
plus 20, 69 von den Cyborg Dominus brauche ich. Aber 69 habe ich halt leider noch nicht. Aber das ist halt das, was ich brauche. Oh, das wäre gerade fatal gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Hiervon erstmal wieder 24. 21? Warte, was ist das? Ninja Mascot? Warum kann ich hiervon nur noch 21 machen? Hat sich da was geändert oder bin ich gerade blöd? Waren das nicht die ganze Zeit 24? Das sind 24, ja. Gerade ging nur 21. Jetzt gehen auch wieder 24. Ich habe irgendwas anders gemacht. Vielleicht habe ich irgendein anderes Pet zusammengefügt. Wer weiß. Ja, L4 von und dann so viel, wie es hier vor noch geht. Und das wären dann 26. So. Fusen war. Einfach mal das Maximum fusen, von dem man fusen kann, bis da steht, geht nicht, ist zu viel. Und dann funktioniert das auch. Zumindest in den meisten Fällen. So. Ninja Turtles werden jetzt auch wieder gefused. Davon waren das immer so 45. Kriege ich aber nicht immer so genau hin. Aber Felix, ich brauche doch mehr Pets, als ich dachte. Ich habe nämlich gerade mal 20 Cyborg Dominus. Ja, wie viel willst du denn haben? 69. Achso, okay. Weil wenn ich 69 habe, dann habe ich ein Full-Team plus 20 für die Daycare. Hast du keine Huge-Pets? Ja, deswegen. Die Huge-Pets sind da schon einbezogen. Wie viel Petticoat hast du? 55. Okay. Also oh, an sich müssen auch die Cats nehmen, weil die haben nur 600 Stärke weniger. Ja, ich weiß. Die nehme ich auch. Aber ich nehme die nicht für die Daycare. Ja, ja. Für die Daycare brauchst du halt die 20, ja. Genau. Das ist immer so anstrengend, genau die 45 zu bekommen. Warum kann man das nicht eintippen? Ich habe gerade mal 22? Was habe ich eben falsch gemacht, dass ich nichts bekommen habe? Ich habe wieder nicht hingeguckt, was ich fuse. Ich habe wahrscheinlich wieder nur Müll gefused. Jetzt wieder ein Cyborg Dom, minus 23. Was habe ich getan? Ich hätte doch viel mehr haben müssen, oder? Man darf nicht unaufmerksam fusen. Da kommt nur Müll bei raus. Ja, jetzt schon wieder goldenes Cyborg Dominus. Was soll denn das? Das will ich nicht. Sehr gut, ich will ein Rainbow Cyborg Dominus, so wie sich das gehört. Sehr gut, weitermachen. Du hast vorhin einen Cyborg Dominus gefüßt. Habe ich? Nein, warum mache ich sowas? So, hier nochmal 45 reinpacken. Glückstrank, ich habe keinen mehr. Nein, mein Glückstrank ist vorbei. Das heißt, mein Glück beim Fusen ist auch vorbei. Glück beim Fusen gibt es zum Glück nicht. Ich glaube, den normalen Cyborg Dominus, den verfuse ich, weil ich werde nicht mehr so viele normale Cyborg Dominus bekommen, dass ich mit dem irgendwas anfangen kann. Deswegen packe ich den rein. Oder? Nee, ich packe vielleicht die hier rein. Die hier nicht, aber ich habe sonst nichts, was ich noch reinpacken kann. Ne? Ja, einfach mal drauf anlegen. Was kommt raus? Es kommt, wow, ein Rainbow Cyborg Dragon raus. Das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Naja, ist jetzt einer meiner stärksten Pets, oder? Nee, nicht mal. Aber ich habe noch nicht genug. Ich brauche noch mehr. Dann werden wir wohl noch mal ein bisschen weiterfahren müssen. Und auch wenn das vielleicht noch nicht genug waren, sind das jetzt auf jeden Fall alle Pets, die ich hatchen werde. Die mache ich mir dann natürlich auch noch mal golden. Hier ein paar Ninja Cats habe ich gezogen. 16 Stück habe ich jetzt. So, dann noch mal ein Ninja Mascot Gold machen in Shiny. Dann fast zwei Ninja Turtles Shiny Gold machen. Und 360 goldene Ninja Mascots. Und 930 goldene Ninja Turtles. So, dann gehen wir wieder runter zum den Desert Pyramids. Lum. Und machen die Dinger dann noch Rainbow. Und dann sind es automatisch weniger. Oh, ich kann sogar einen Cyborg Dominus Rainbow machen, weil ich so viele goldene vorhin gefused habe. Das ist auch gut. So, dann 73 hiervon. Achievement unlocked, lol. Double Rainbow, ich habe ein Achievement bekommen. Nice. Dafür gab es ein paar Tränke, auch gut. Lol. Mal gucken, ob ich auch ein Achievement dafür bekomme, dass ich jetzt so viel fuse. Denn ich fuse mir jetzt aus 24 Mythical Rainbow Ninja Mascots. Hoffentlich ein Rainbow. Das ist das Schlechteste, was man kriegen kann. Komm schon noch einmal. Jetzt aber hoffentlich ein Rainbow Cyborg Dominus raus. 24 Stück fusen und ein goldener. Ist in Ordnung, weil jetzt habe ich wieder 9 goldene, noch einen weiteren. Dann kann ich mir einen weiteren zusammenstellen hier an der Rainbow-Maschine. Und dann fusen wir nochmal. Nice, noch ein Cyborg Dominus. Ich habe jetzt schon 34. Das ist die Hälfte von dem, was ich haben wollte. Jetzt habe ich wieder eine Ninja Cat. Die Ninja Cats sind nicht schlecht, aber sie sind auch nicht gut, sage ich mal. Sie sind nicht das, was ich möchte. Aber sie sind ein netter Ersatz. Das ist natürlich richtig kacke, wenn man einfach dasselbe Pet bekommt, das man reingesteckt hat. Dadurch hat man praktisch 23 dann versenkt ins Nichts. Aber wieder ein Cyborg Dominus bekommen, perfekt. Übrigens der Grund, warum ich lieber die Cyborg Dominus habe, statt die Ninja Cats. Die Cyborg Dominus haben zwar nicht sehr viel mehr Stärke, aber die bringen sehr viel mehr Luck Value bei der Daycare. Und der Luck Value entscheidet, wie selten die Items sind, die man daraus bekommen kann. Oh Gott, das hier wäre beinahe in die Hose gegangen. Denn wir wollen ja in der Daycare gute Items bekommen und da muss man dann natürlich die besten Pets reinpacken, die man reinpacken kann. So, dann machen wir das hier und hiervon so viel, wie es geht. Und das wären da 13 offenbar. Ist in Ordnung. So, und jetzt fusen wir noch die letzten Ninja Turtles, die ich habe. Davon dann immer 45 oder 44. Muss jetzt pennen. Yo, dann gute Nacht. 45 wieder zusammen fusen und dann wird er schon was. Na, Ninja Cat. Wie gesagt, die können gerne die Slots zum Farming voll machen, aber nicht die Slots für die Daycare. Für die Daycare brauche ich halt mehr. Oh Gott, das war schon wieder richtig schlecht, was ich hier rausgezogen habe. Das tut weh, wenn ich Ninja Mascots fuse. Aber immer ein Cyborg Dominus. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es lohnt sich sogar grundsätzlich mehr, die Ninja Turtles zu fusen,
Weil da kann man wenigstens keine Ninja Turtles zurückbekommen, wenn man davon 45 zusammenfused. Wie ihr seht, das Schlechteste, was man kriegen kann, ist ein Ninja Mascot, was ja immer noch besser ist, immerhin. Deswegen mein Fazit von dem ganzen Gefuse, was ich jetzt hier habe, ist auf jeden Fall, dass es sich mehr lohnt, die Ninja Turtles zu fusen, als die Ninja Mascots. Vor allem, wenn man noch nicht so viel hat. Drückt mir die Daumen und... Ja, Mann! Okay, das ist doch gut gelaufen. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Mein Team ist nicht komplett voll, aber es ist voll genug. Diese ganzen Cyborg Dominos, die habe ich heute gefused. Das ist es, was ich mir heute zusammengefused habe. Und den Rest, den werde ich gleich auch noch machen. Also mit der Fusing-Methode kriegt man auf jeden Fall ein gutes OP-Team zusammen, mit dem ich jetzt hier hinten sehr, 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 sehr viel mehr schneller farmen kann. Der Unterschied ist insane, denn hier, wenn man so ganz normal farmt, merkt man den nicht wirklich, aber ich merke den Unterschied vor allem dann, wenn hier so eine Mini-Chest erscheint, bei der ich früher über eine Sekunde brauchte, um einen B abzubauen, während ich da jetzt, wenn ich rauftappe, in derselben Zeit einfach 2 bis 3 B abbaue. Leider kommt gerade keine Mini-Chest und ich habe meine Bücher nicht dafür ausgerüstet, weil meine Bücher sind gerade auf Lack ausgestattet. Aber das sind auf jeden Fall die besten Fuse-Methoden. Fuse-Methoden sind jetzt nicht mehr so viel Herumprobiererei wie früher, sondern man versucht einfach das Beste zu bekommen, was man reinstecken kann. Das Spiel ist so nett und zeigt dann auch an, was das Beste ist, was man reinstecken kann. Oder bekommt man in der Regel dann auch was Gutes. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Klickt jetzt gerne auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!